So, hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zur vierten Folge und wahrscheinlich erstmal zur letzten Folge Die Sims 4. Ja, ich habe heute genug aufgenommen. Ich habe ja, bevor ich die Aufnahme ja auch gestartet habe, habe ich ja auch schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, sodass wir, wisst ihr, dass das alles ein bisschen reibungsloser vonstatten geht. Und der kleine Ben weint immer noch hart. Das ist alles kein Thema. Wir können ihm ja mal eine Geschichte erzählen und liebevoll umarmen. Dann können wir ihn baden. Einfach die Angst nehmen, dass nichts ist. Und selber halb einpullern beim Schlafen. So. Och, ihr geht mir echt mit eurem Scheiß auf den Sack. Wisst ihr das eigentlich? So. Bade, bade. Und jetzt in den Schlaf legen. Okay, er geht selber. Glückliche SMS schicken. An wen? An den hier. Und wir gehen schlafen. Was ist mit dir, Boy? Komm, geh jetzt ins Bett. Mucke jetzt hier nicht rum. Dachte schon. So. Okay, in dieser Folge will ich eigentlich versuchen zu schaffen, mal in das Wellness Center zu gehen. Einfach erstmal um abzuchecken und die Base zu checken und was dort für Boys rumchecken. Habe ich mir mal so gedacht, dass ich das in dieser Aufnahme erledigen möchte, beziehungsweise erreichen möchte. Wir werden uns umziehen, weil irgendwie gefällt mir dieses pinke Top nicht mehr so ganz. Ja! Meine Haare, die klemmen dann immer so, was ich schon mehrmals ja gesagt habe. Das ist dann so nach einer Zeit, ich weiß ohne. So, was könnten wir mal anziehen? Das sieht eigentlich ganz niedlich aus, oder? Das. Dann werden wir uns mal... Auf jeden Fall andere Schuhe. Und zwar die. Ein Rock. Ich hätte Bock auf einen Rock. Oh, guck mal, der sieht doch eigentlich ganz niedlich aus. Ja, der sieht schon wieder so aus. Komm. Oder der. Das sieht natürlich auch ganz schnuckel aus, aber der passt besser, ne? Den nehmen wir auch. Ben, der zieht immer die Klamotten an, das ist nicht ganz so schlimm. Für den Ben. Aber uns. Wir müssen aktuell gehen. So, wir werden jetzt mal was mampfen. Und dann werden wir pullern, wenn wir müssen. Pullern. Duschen. Was ist denn hier los? Reparaturboy anrufen, Abendessen servieren. Abendessen servieren? Oh, ich dachte, das wäre morgen. Ich kann aber auch so nicht duschen gehen. Abendessen servieren. Wir machen Maroni und Käse. Na super, ich dachte, das wäre früh irgendwann. Mann! Warte mal, du gehst aber jetzt Film ansehen. Komm, bevor du dich hinsetzt. So. Der kommt jetzt auch her und isst. Und kann nebenbei zuschauen. Spitzenmäßig. So, Reparaturdienst dann anrufen. Guck mal, wie das hier rattert. Das rattert hier eins. Aber gut, dadurch, dass wir jetzt geschlafen haben... Spiel spielen, Multiplayer spielen. Aliennacht in der... Ach nee, komm, heute nie. Ich werde mit meinem Baby in den Abend verbringen. Wir müssen uns mal einen Job suchen, ne? Bist du bescheuert? So, warte mal, nee, nee, spiel, nee, du tust dich jetzt mal Outfit. So, und uns geht's ja eigentlich relativ fit. Gut.
sodass wir eigentlich jetzt rein theoretisch uns mal ein bisschen mit dem Ben beschäftigen können. Tag verschönern, hochheben. Wir gehen hier hin. Hochheben. Hier hingehen. Super, danke. Dass man hier erstmal ein bisschen böse werden muss. So lustige Gesichter schneiden. Liebevoll umarmen. Und dann können wir eigentlich rein theoretisch, weil noch geht es ihm noch. Wait a moment, please. Beibringen bitte und danke zu sagen. So. Jetzt wird gelernt. Und morgen, würde ich sagen, hat er dann Geburtstag. Ja, hat er ja auch. Lavendel, Rosenblätter, Muskeln, Milch und Honig. Wir nehmen Lavendel. Da geht er eben hart aufs Klo. Und dann geht er ins Bett. Ach so, der geht nie wegen. Alter, ernsthaft? Du gehst nie wegen deinem Sohn? Aber dein Sohn kann aufs Klo, ist mir egal, ob du willst oder nie. Komm, geh aufräumen. Was ist das denn für ein Gemache? Ist das nicht die Mutter? Mutter, naja. Schlafen. So, du gehst jetzt mal erfrischende Dusche, nimmst du jetzt mal. Und dann wird trainiert. So, trainieren. So einfach geht das, Leute. Wenn ihr Bock auf Fitness habt, geht einfach fix duschen. Eine erfrischende Dusche, dann werdet ihr so fit und so mobil, dass ihr einfach bis ins Weltall joggen könntet. Zieht euch sportliche Klamotten an und dann geht das alles von alleine. So. Ben geht's gut. Auch Benni, Mensch, ich habe jetzt keine Zeit. Tag und in den Schlaf lesen. Das geht schon, Ben. Lalelu, nur mal im Boden. Schau zu, wenn der kleine Ben nie einschläft, dann schlaf auch du. So, weiter Fitness. Wir sind jetzt richtig hier fitti fett. So. So, schön verschwitzt, nochmal schnell eine Stunde schlafen. Und dann werden wir die Geburtstagsparty planen. Nee, jetzt nie. Keine Zeit jetzt. Mein Babe hat heute Geburtstag. Und er hat Vorrang. Ja, du musst aufs Klo. So, mit Bade. Wir nehmen jetzt Muskelentspannungsbad. Da wir ja jetzt trainiert haben. Wir gehen gleich mit Sportklamotten rein. Oder auch nicht. Sie bist nur geschminkt. Fantastisch. So, Brunch, Pfannkuchen. So, warte mal. Gehst mal aufs Klo. Ja, bleib mal ganz geschmeidig im Slip. Bevor du was isst, stopp. Hier. So. Tanzparty, eine Gruselparty. Oh, guck mal, eine Gruselparty. Hab ich habe schon gar nicht gewusst, dass man das kann. Okay, wir machen aber erstmal eine Geburtstagsparty. Geburtstag ist der Ben. So, wen laden wir denn alles ein? Momentan hat der liebe Ben natürlich keine Friends. Sagen, wie viele können wir denn noch hier einladen? Aber warte mal, wir laden mal die hier nie an, sondern den laden wir ein. Wir laden nie den ein, sondern wir laden den ein. Mensch, die alle muss schon einladen.
Warte mal. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Gast einladen. So, wir dann die. Den. So. Und den Rest. Gut, geht nicht mehr. Okay, super. Catering, Mixer, Entertainment, Dings, uns brauchen wir nicht. Wir nehmen aber unser Haus. Das, die Schwarzresidenz. So, wir warten jetzt mal. So, wir warten mal kurz, bis die ganzen Gäste kommen. Damit wir dann alle zum Essen rufen können. Ja, Kuchen kommt dann gleich. Tipptopp. Kann hier der Benny schon mal essen? So. Ne? Damit wir fit und mobil sind. Und dann, ich glaube, bei Kochen war es, ne? Genau, Schokokuchen. Genau, Schokokuchen. Glücklich. Hoch. Tust du jetzt mal bitte den Kuchen backen? Danke. Dankeschön. So. Was ist das? Tablett auffüllen kann man ja dann eigentlich auch mal machen. Oh. Du kannst ja auch mit Boys reden, wenn du willst. Mit Fremden reden. Mit Fremden. Wo ist unser Boy? Hier ist unser Boy. Aber ich muss sagen, das Kleid finde ich eigentlich ganz schnucklig, oder? Das sieht eigentlich schön aus mit so ein bisschen Glitzer und Pink und sowas halt, ne? So, wir tun noch die... Kann ich hier keine Geburtstagsdings draufkrachen? Oh, man muss jetzt einen neuen backen. Oh, ich raste ja aus. Geburtstagskerzen hinzufügen. So. Und? Kerzen ausblasen helfen. So, Ben, wo bist denn du? Komm mal her, Hase. Und jetzt wirst du gefeiert, Schatz. Genau. Wünsch dir was. 3, 2, 1 und Feuer. Ben hat seinen Kleinkindfähigkeit, hat mit seinen Kleinkindfähigkeiten ein Bonusmerkmal verdient. Die Bonusmerkmale von Ben findest du in die Simologie. Yay. Was soll dann sein? Kreativ, sozial, mental, motorik, sozial. Halt. Ist Insider. Mensch! Kleptomanisch? Nee, Kunstleber, Musik lieber, Bücherwurm. Er ist fröhlich. Zum Essen rufen. Gerade ich habe auf Aufnahme beenden klicken geklickt. So, warte mal, wir müssen jetzt hier alle mal Kuchen essen. Und... Okay, naja, es ist nicht so gut gelaufen, weil ich habe ein bisschen geschlampt. Dumm gelaufen, Mensch, tut mir leid. Na, trink das doch mal! Und Ben, wie geht's? Geht's dir gut? Ah, warte mal, da muss ich jetzt auch mal umdekorieren. Ich mache immer gerne hell, damit man das sieht hier. Das weiß ich nicht, ob man das so... Aber auf jeden Fall können die Kinderdings weg. Und es kann ein richtiges Bett hin. Da freut Ben sich besonders drauf.
Oh. Er bekommt mal einen richtigen Schreibtisch. Das möchte er auch nicht. Naja, oh ja, doch, das könnte er eigentlich nur bekommen. Das Behälter ohne, das ist mir egal. Und er bekommt... nee, zu viel ist gut. Er bekommt einen neuen Zimmeranstrich. Da. Blau möchte er jetzt. Und die Dinos möchte er auch nicht mehr haben. Er möchte jetzt... Fische finde ich echt extrem, ne? Oder? Das ist ein bisschen zu extrem. Reise der Pinguine. Genau. Die Party war toll, Mama. Vielen Dank. Ach, bitte, bitte. Ach. Das, nee, das nicht, aber... Ach. Das ist immer so stressig. Du kannst aber ein Schaumbad nehmen, wenn du magst. Der hat, bei Kindern ist es ja so, also bei Kleinkindern, nee, bei Kleinkindern nicht, bei den Kindern jetzt, dass die, wenn die schlafen und ein Monster ist unterm Bett. Oh, dann wecken die immer die Eltern und dann geht es immer Rambazamba und dann, wie gesagt, dann wecken die Eltern und dann, können die Eltern nicht schlafen, gerade wenn die einen Job haben. Ich meine, gut, in meinem Fall geht's, ne? Ich bin hier Hausfrau. Hausfrau mit viel Geld. So, jetzt kannst du auf Toilette gehen, jetzt kannst du duschen gehen. Und du gehst bestimmt jetzt ins... Wäsche waschen. Wäsche waschen. Huch. Na. So, und wir können jetzt auch ins Bett gehen. Spitzenmäßig. So, jetzt ist die Folge bald wieder voll und wir sind noch nicht im Wellnesscenter gewesen. Das macht aber nichts. Das werden wir gleich erledigen. Wir werden jetzt aber erstmal einen Job suchen. Demnächst. Nee, wir gehen jetzt auf... Oh! Schon? Oh Gott, du hast die Hausaufgaben gar nicht gemacht. Was? Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, haben die nicht eigentlich immer einen Tag frei? So, erster Schultag und schon die Hausaufgaben vergessen. Sowas macht man nicht. Ich dachte jetzt echt das. Komm, pronto. Emily, ich habe von einem Konzert in der verlassenen unterirdischen Kaufhaus im Mutterviertel gehört. Da müssen wir aber hören, was von mir aus. So, wir essen jetzt was und jetzt gehen wir heute gehen wir in das Wellness-Center. Aber ich würde sagen, damit würde ich erstmal wieder eine Folge beenden. Es ist nicht viel passiert, ja, es ist nun mal so, shit happens, dumm gelaufen. Und ja, damit würde ich mich mal wieder verabschieden. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein und ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht bezüglich... Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Oh, vielen Dank. Wie es dann zum... Oh, Essensschlacht. Ben hat in der Cafeteria eine Lebensmittelschlacht angezettelt, bei der fast alle anderen Schüler mitgemacht haben. Wir putzen immer noch. Tja, mein Kind ist halt zum Anführer geboren. Oder er sollte beim Aufräumen helfen, oder? Also, das fände ich eigentlich ganz schnuckig, aber... Es gibt immer eine Antwort, die ist ein bisschen blöd und es gibt eine Antwort, die ist eigentlich relativ gut. Das Problem ist, es beeinflusst beide, also verschiedene Dinge, aber ich finde, er sollte beim Aufräumen mithelfen. Emily Schwarz hat der Schule von Ben einen Rat erteilt, wie man mit der Situation umzugehen hat. Verantwortung steigt, emotionale Kontrolle sinkt. Tja,
Gut, wir werden jetzt duschen gehen, wir werden wie ein Champion pullern gehen und wir gehen dann Zähne putzen. Und dann in diesem Sinne würde ich mich, wie gesagt, ganz recht herzlich verabschieden. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin. Und wie gesagt, in der nächsten Folge geht's dann ab ins Wellness-Center. Das wird definitiv passieren, denn ich werde jetzt gleich sofort losmarschieren. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Und ja, bis in der nächsten Folge. Haut rein, macht's gut. Tschüsseli.